Subtalkapada Shirshasana bedeutet die liegende Fuß hinter dem Kopfstellung. Man kann sie auch nennen Sukta Ekapada Shirshasana. Im Liegen hebst du zum Beispiel das rechte Bein hoch, ziehst zunächst den Fuß Richtung Brustbein und von hier dann Fuß zur Stirn hin. Dann gibst du den rechten Oberarm in die Kniekehle, versuchst die Wade hinter die Schulter zu bringen und gibst dann den Fuß ganz hinter den Kopf. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn du nicht so flexibel bist, dann halte die Hand am Fuß. Ansonsten kannst du auch die Hände vom Brustkorb zusammengeben. Ja? Und so bist du in Subtalkapada Shirshasana, die Fuß-Hinter-Kopf-Stellung im Liegen, die manchmal auch als Kissenstellung oder Yoga-Sofa bezeichnet wird.